So, jetzt geht's weiter, jetzt wird's lustig, jetzt wird's schmutzig. So wie immer. Verdammt. Egal. Und damit auch noch raus, das hier. Der Anfang ist immer am schwierigsten. Weil du praktisch diese ganzen tollen Effekte nicht hast. Da bin ich echt sehr, sehr glücklich über den Buff, den wir da haben. Dass wir eben am Anfang diese Magic Barrier haben, weil die rettet mir wirklich den Arsch am Anfang. Muss man einfach so sagen. So, so und so und ja, das kostet alles zwei. Was haben wir denn hier noch? Vielleicht billiges? Nee, gar nichts. Ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich hätte die Ice Wall gerne. Jetzt kriegen wir hier die Energy auch noch verdoppelt. Das heißt, wir haben jetzt 5. So. Und jetzt kann der Spaß beginnen. Einmal das. Einmal das. Einmal das. Ich weiß, der Ability Shield wäre jetzt sehr, sehr gut gewesen. Deswegen hebe ich mir den auf. Aber wir kriegen eben jetzt auch noch Block für alles, was die da unten drin haben. An Frost. Whenever you play an Ability, kriegen wir ein bisschen was. So, das hier, 22. Also praktisch null Chance hier auf Seiten von den Monstern. So, weg mit. Ja, so, zack. Es gibt ja auch noch ein bisschen Poison. Das hebe ich mir auf, damit ich die nach und nach alle ausspielen kann. So und so. Gut, und jetzt am besten noch das. Bisschen Vorbereitungsphase. So, und jetzt müssen wir doch langsam beginnen. Ein bisschen zu sparen. Auch wenn es schwer fällt. Oh, was hätte ich denn ganz gerne? Das hier. Oh, tschüss. Nun gut, der ist weg. Das Blöde ist, die geben nur genauso viel XP wie sonst auch. Auch wenn sie weniger stark sind, auch wenn sie wesentlich stärker sind. Surf Energy habe ich nicht, ne? Also alles raus. Und das Beste ist, die Kosten verändern sich nicht. Bedeutet, wenn ich jetzt ein Schild für 0 habe, dank meinem Levitate-Effekt, dann bleibt der bei 0, wenn ich ihn mir aufhebe. Der kostet dann nicht mehr. Sehr schön, die magische Barriere hat gegriffen, aber es war jetzt nicht unbedingt in meinem Sinne. Einmal das. Das hier. Ui, das ist ja, anspruchsvoll. Also ihr seht, da muss man ziemlich trainiert für sein. Habe ich auch ein bisschen trainiert. Aber ich glaube, ich nehme hier. Wobei ich habe schon 6 davon. So, nehmen wir das. Aber nicht zu viel. Was ein bisschen blöd, wenn ich hier die ganzen Sachen, ich hier die Shadow Strikes nicht benutzen kann, weil ich zum einen keine Energie habe und zum anderen auch sonst nichts. Ich habe ja nichts. Ich brauche mal hier ein bisschen was. So, glücklicherweise haben wir noch diesen Schild hier. Dieses, was auch immer das ist. Boah, haben wir da viel drin. Ah, das war jetzt nicht unbedingt wert. Was war das denn? Das war es wert, irgendwie. Das war auf jeden Fall cool. War schon the order you draw them. Ehrlich gesagt habe ich da keine Ahnung, was das jetzt bedeuten soll. Ach, genau, der Javel Stone. Der ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Einmal Stärke. Einmal drauf. Frost. Noch ein Frost. Und noch einer. Ja, den Rest behalte ich. Ich meine, wir haben. Nein, wir haben kein Energy Reserve. Ach, verdammt. Ich dachte, wir hätten schon Energy Reserve. Ah, verdammt, jetzt kriege ich es. Na toll, aber gut, jetzt habe ich auch parieren. Das heißt, den Rest kann ich mir eh aufheben. Das kann ich mir schenken. Shadow Partner. Ja, also Shadow Strike. Genau, das ist einmal. So, jetzt Stärke. Bumm, bumm, bumm. Und zack. So, gut.
would take 5 Minuten. Oh, eigentlich nicht so schlecht, ne? Das habe ich sonst nie benutzt. Jetzt nehme ich mir nochmal. So. Okay, ein Special Item. Jetzt habe ich Singing Tadpole. Oder wie auch immer man das ausspricht. So, und dann kriege ich noch mehr Karten rein. Und ehrlich gesagt, ich muss persönlich sagen, es läuft richtig, richtig gut. Also es könnte ehrlich gesagt für mich persönlich jetzt gerade nicht besser laufen. So weit war ich noch nie. Aber an dem bin ich, glaube ich, beim letzten Mal gescheitert. So, Weakness. Abblocken. Blitzen. Und bumm. So. Sehr schön. Ah, das kann noch lustig werden. Später. Ich sage immer, es wird jetzt schwierig, aber ehrlich gesagt, das kommt mir nicht so vor, es wird jetzt schwierig werden. Es sollte schwierig werden, aber tut es nicht. Okay. Einfach Gefühl alles behalten. Ist nichts für Null dabei, das heißt, den können wir gerade nicht ausspielen. Aber die Crippling Poison. Wir können alles anschauen. Oh Gott! Okay. Jetzt habe ich zwar null Energie, aber ganz viele tolle Dinge. Was war denn jetzt los? Ich glaube, ich habe es ein bisschen verbuggt, gerade eben. Auf jeden Fall das, damit wir ein bisschen weniger Schaden bekommen. Und das und am besten noch das und dann das. Okay, na gut, ein Schaden, das ist noch in Ordnung. Aber so und so und am besten auch noch gleich so und dann so und dann so. Sehr schön. Uff, jetzt ist da so viel Corrupted Blood drin. Eins und zwei und drei. Aua. Aua. Ah, macht gar keinen Schaden. Und Reserve Energy. So. Gut, jetzt haben wir eine Energie. Bis zum nächsten Zug. Jetzt können wir ein bisschen mehr machen. Bisschen ist noch drin. Oh, aua. Nicht gut. So. Loot. Mehr Loot. Ja, mehr Loot. Zwei Stärke. Was macht eigentlich dieses Superhero-Ding da? Ich kann jetzt direkt weiter, aber ehrlich gesagt, ich will noch ein paar neue Karten. Wing Boots, darauf habe ich gehofft. Jetzt habe ich praktisch nichts mehr an Geld. Das ist nett. Das wäre auch ganz cool. Jetzt muss ich mich entscheiden. Ich glaube, ich nehme das. Weil wir brauchen noch mehr Block. Fight Case, gut, dann kriege ich nämlich auch noch gleich ein bisschen XP und es wird nicht ganz so schwer. Und die Wing Boots, die machen praktisch, dass alles, was hier zum ersten gezogen wird, dass das praktisch erstmal nicht, also dass das erstmal nichts kostet, egal wie viel es normalerweise kosten würde. Selbst wenn es normalerweise 3 kostet, kostet es dann nichts. Und das ist halt so cool. Den Icy Touch, das, das. Und das hier. Jetzt verlieren wir gleich jetzt die magische Barriere, nicht gut. Damit können wir ein bisschen Damage machen. Aber ich glaube, ich beende die Folge auch gleich, weil es wird jetzt so lange. Ich hätte ehrlich gesagt niemals gedacht, dass wir das so lange hinkriegen. Schon ist abgeblockt. Was für Typen. So. Alles abgeblockt. Also ab den 50 Minuten kann ich die ja praktisch nicht mehr aufteilen. Also ich meine. Stärke. Nochmal Soulbind und das hier. Ich sag, ich bin gerade komplett verwirrt, weil man sich so lange konzentrieren muss. Komm, hier, raus mit. Einmal das. Das schenke ich mir jetzt, damit ich die aufbewahren kann. Die Energie. Das ist nämlich sehr, sehr wichtig. Okay. Ability Shield und viel Poison und Schlitz und nochmal Schlitz und das hier. Das hier. So, dann haben wir das auch abgeblockt. Oh, einmal Wrench kostenlos. Das wäre nicht schlecht, ehrlich gesagt. Haben wir das?
Das dann den Vanish. Wir bekommen nämlich keinen Schaden von dem Typen da. So, stirbt. Alles gut. Oh. Whenever, das bedeutet für immer. Also bedeutet, dass wir das für immer kriegen. Komm raus. Und das noch. Ich kann es mir gerade nicht leisten, das nicht zu tun. Nehmen wir das. So, die Liquid Farm, die muss man blöderweise halt gleich am Anfang ausspielen. Und dafür haben wir echt absolut nicht die Züge. So, ich nehme mal an, der Gegner stirbt dann an meinem Soulbind-Effekt. Aber ich will auch nur mal sicher gehen. So, gut. Stirbt er jetzt daran. Stärke und den Rest hebe ich mir auf. Jetzt noch eine Hidden Weapon mitnehmen. Jetzt ist auch gleich die 50 Minuten erreicht und Levität für 0. Einmal Soulbind, ne, den Weapon. Boah, macht gerade so viel Schaden. Komm, die auch noch raus. Das auch noch unten. Komm, bumm. Uff, okay, Leute, es ist. Wir machen hier kurz Pause. Ich hoffe, ihr habt Spaß beim Zusehen. Ich beende jetzt die Folge. Mach mal ganz kurz eine Pause und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.